Am 20. März 1880 erschien in der Neuen Freien Presse ein der Frauenbildung gewidmetes Feuilleton des Schriftstellers Karl Emil Franzos mit dem Titel Fräulein Doktor. Darin hieß es: Gegen die Natur, welche das Weib geschaffen, wie es ist, kommt keine Modenarrheit, kein Nachahmungstrieb auf, und eher könnte es Individuen weiblichen Geschlechts beifallen, die Hände zum Gehen zu gebrauchen, als zu erklären: Wir wollen nicht heiraten, sondern Ärzte werden. Das ist, mit Verlaub, pure Propaganda. Franzos hätte es besser wissen können, war er doch einst in der Bukowiner Privatlehre einer jungen Dame gewesen, die später in der Schweiz ihren Doktortitel als Psychologin erworben hatte. Dort hatte auch eine andere junge Österreicherin 1878 erfolgreich promoviert. Und die dachte gar nicht ans Heiraten. Als Literaturwissenschaftlerin bzw. Philosophin ist Dr. Helene von Droskowitz heute wohl nur den wenigsten ein Begriff, und das gilt nicht nur für Österreich. Eher noch ist sie als Wahnsinnsfrau bekannt, um den von der feministischen Germanistin Louise F. Pusch 1992 geprägten Ausdruck zu verwenden. Und das ist ganz wörtlich zu verstehen. Vom 2. Februar 1891 bis zu ihrem Tod am 31. Mai 1918 war sie Insassin diverser Nervenheilanstalten. Erst im Irren- und Siechenhaus der Stadt Dresden, dann in der niederösterreichischen Landesirrenanstalt im Wiener Bezirk Alsergrund, danach in der niederösterreichischen Landespflegeanstalt für Irre in Ips und schließlich in der neu erbauten Franz-Josef-Landesheil- und Pflegeanstalt in Maueröhling, wo sich bis auf den heutigen Tag ihre Krankenakten erhalten haben. Diese bilden die Hauptquelle zur Erforschung des tragischen Schicksals der Geisteswissenschaftlerin. Dabei war die am 2. Mai 1856 in Hietzing bei Wien geborene Droskowitz zu Beginn ihrer Laufbahn eine durchaus Aufmerksamkeit erregende Ausnahme in einem von Männern dominierten Wissenschaftsbetrieb. Gefördert von ihrer Mutter, der Vater war bereits 1858 verstorben, wurde sie 1873 am Wiener Konservatorium zur Pianistin ausgebildet, bevor sie ein Jahr später als externe Schülerin das Abitur am Piaristengymnasium in Wien ablegte. Noch im selben Jahr zogen Mutter und Tochter in die Schweiz, damals das einzige Land, in dem Frauen offiziell zum Studium zugelassen waren. In Zürich studierte Droskowitz Philosophie, Archäologie, Orientalistik, Germanistik und moderne Sprachen und erlangte im November 1878 den Doktorgrad mit einer gut 50 Seiten langen literarisch-ästhetischen Abhandlung über das Versepos Don Juan des bisexuellen britischen Dichters Lord Byron. Sie soll nach der Polin Stefania Wulitzka die zweite Frau gewesen sein, die in Zürich einen Abschluss als Doktorin der Philosophie machte, aber die erste, die das Rigorosum persönlich und nicht in Absentia absolvierte. Nach ihrer Promotion machte sie von sich Reden als freiberufliche Journalistin und Vortragende sowie mit literaturwissenschaftlichen Publikationen über englische Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Joanna Baillie, Elizabeth Barrett Browning, George Eliot und Percy Bysshe Shelley sowie mit philosophie- und religionskritischen Arbeiten. Auch verfasste sie diverse Dramen mit Titeln wie Die Emanzipationsschwärmerin oder Die Pädagogin, die jedoch unaufgeführt blieben. In Wien fand sie 1881 Anschluss an den Kreis um die Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach und in Zürich stand Droskowitz 1884 kurze Zeit mit Friedrich Nietzsche in Kontakt, der sie jedoch in philosophischer Hinsicht nicht zu überzeugen vermochte. Nachdem sie 1888 nach Dresden übergesiedelt war, brach mit dem Tod der Mutter die finanzielle ebenso wie die moralische Unterstützung weg. Hier in der sächsischen Hauptstadt machte der deutsch-ungarische Kulturwissenschaftler Adolf Kohut ihre Bekanntschaft, aber nicht nur ihre. Im selben Haus lebte noch eine andere promovierte Österreicherin, die Psychologin Susanna Rubinstein, und Kohut beschreibt die beiden 1888-89 beinahe so, als gehörten sie zusammen. Beide Damen befinden sich in der Blüte ihres Lebens, tragen keine Brille, kein Pince-nez, sind reizende, elegante Erscheinungen, kleiden sich nach der neuesten Mode, sind fesche Wienerinnen und obendrein unverheiratet. Mit einem Worte, Fräuleins Doktor. Sie heißen Fräulein Dr. Susanne Rubinstein und Fräulein Dr. Helene Droskowitz.
Beide leben in Dresden, in einem Hause, und beide sehen nichts weniger als philosophisch aus. Vielmehr sind sie poetisch angehaucht. Die 1847 in Czernowitz geborene Rubinstein, Tochter des 1878 verstorbenen jüdischen Bankiers, Abgeordneten und kaiserlichen Rats Isaac Rubinstein und durch dessen Vermögen in finanzieller Hinsicht unabhängig, hatte in Prag, Leipzig und in Leipzig Philosophie studiert und sich auf Psychologie spezialisiert. Ihre Promotion legte sie 1874 in Bern. Ihre Dissertation, die sensoriellen und sensitiven Sinne, erschien im selben Jahr in der Universitätsbuchdruckerei von Alexander Edelmann in Leipzig und auf dem Titel prangt unter dem Namen der Autorin ein selbstbewusstes Dr. Phil in Kapitelchen. In akademischen Kreisen wurde die Arbeit allerdings ausgesprochen kritisch bewertet. So sprach der in Manchester geborene und in Jena tätige Physiologe William Pryor dem Buch jeglichen wissenschaftlichen Wert an. Gelehrte finden nicht einen brauchbaren neuen Gedanken in dieser Sammlung von lose aneinandergereihten, zum Teil sehr bekannten, aber von der Verfasserin vielfach missverstandenen, zum Teil überhaupt sinnlosen Sätzen. Mit und ohne Quellenangabe werden hier Exzerpte aus dem Handwörterbuch der Physiologie, aus älteren physiologischen Lehrbüchern und einigen anderen Schriften unvermittelt neben den Äußerungen einer fast kindlichen Unwissenheit mitgeteilt. Nur diese Art der Verworrenheit ist für die physiologische Literatur neu. Soweit Pryor. Und ausgerechnet Rubinsteins ehemaliger Privatlehrer Karl Emil Franzos schrieb 1876 im illustrierten Familienblatt Die Heimat. Auch hat sie seitdem ein Büchlein geschrieben, welches ein vielbestrittenes Thema aus dem Grenzgebiet zwischen Philosophie und Naturwissenschaft mit großer Belesenheit behandelt. Übrigens, um bei der Wahrheit zu bleiben, nur eben mit Belesenheit. Von einer Selbstständigkeit des Standpunktes zeigt sich in dem Büchlein dieses weiblichen Philosophen keine Spur. Nur ein mit dem Kürzel D-Punkt gezeichnetes Porträt in der in Wien erscheinenden Neuen Illustrierten Zeitung hielt 1880 konkret dagegen. In dieser Monographie betrat die Verfasserin, so steht in der Neuen Illustrierten Zeitung, mit glänzendem Erfolge das Gebiet der exakten Wissenschaft. Nicht etwa als Anfängerin oder Verfechterin eines bestimmten Systems oder als Nachtreterin des Gründers einer philosophischen Schule, sondern vollkommen selbstständig, indem sie in Psychologie und Ästhetik ganz neue Ansichten entwickelt. Sie beherrscht das ganze Gebiet der Sinnesempfindung mit einer Gewandtheit und Sicherheit, die das Staunen des geschulten Denkers in umso höherem Maße hervorruft, als man gewohnt ist, Frauen auf dem Gebiet der Lebensmalerei, dem Romane, mit Erfolg wirken zu sehen, dem Versuche einer wissenschaftlichen Erklärung der Vorgänge des Seelenlebens durch eine Frau, jedoch bis jetzt nirgends begegnet ist. Und zum Schluss dieses Artikels schwingt sich der oder die anonyme Autorin zu fast so etwas wie einer Liebeserklärung auf. Dr. Susanna Rubinstein ist nicht nur interessant, sie ist schön zu nennen. Ihre zarte, schlanke Gestalt sowie ihre vornehme Gemessenheit sowie die vornehme Gemessenheit ihrer Bewegungen geben ihrem Äußeren ein beinahe hoheitsvolles Aussehen. Dabei will sie keinesfalls im persönlichen Verkehre Gelehrte sein. Von bezaubernder Liebenswürdigkeit weiß sie so herzlich zu plaudern, dass man den Doktor ganz vergisst und der verkörperten Weiblichkeit gegenüberzustehen meint. So ist Fräulein Rubinstein ein Beweis dafür, dass die weibliche Anmut sich sehr gut mit gründlichem Wissen, ja mit Gelehrsamkeit verträgt. Angesichts der im Gegensatz zu den von Männern verfassten Kritiken ausgesprochen positiven Einschätzung der Leistungen einer Akademikerin lässt sich darüber spekulieren, ob sich hinter dem Verfasserkürzel nicht vielleicht selbst eine Frau verbirgt. Ja mehr noch, ob wir es hier nicht vielleicht mit dem Anfangsbuchstaben des Namens Druskowitz zu tun haben. Susanna Rubinstein hatte nach dem Studium außer in Leipzig zeitweise auch in Wien gelebt, bevor sie nach Dresden zog. Möglicherweise haben die beiden Frauen sich bereits in Österreich kennengelernt. In einem Brief vom 18. September 1892 schreibt Rubinstein dann,
wie schwierig es sei, eine passende Wohnung zu finden, weshalb sie sich entschieden habe, nach Würzburg zurückzukehren. Zu diesem Zeitpunkt scheint also der Aufenthalt in Dresden bereits beendet gewesen zu sein. Später hielt sich die Psychologin infolge vermehrter Leiden in Wiesbaden, Heidelberg und Wertheim am Neckar auf. Am 29. März 1914 verstarb sie, nur von einem kleinen Freundeskreise umgeben, in Würzburg. Kohut hatte für seinen Artikel über die beiden Doktorinnen noch einen Blick in die Zukunft in petto. Wer weiß, so schreibt er, was noch in der Zukunft Schoß wird. Es kann noch ein Tag kommen, da auf dem philosophischen Katheter nicht hochgelehrte Männer in vernachlässigter Toilette, sondern zwei junge und hübsche Fräuleins Doktor aufs eleganteste kostümiert sitzen und zu ihren Füßen andächtig lauschend der Bruder Studio seinen Platz hat. Und während er von der reizenden Weise Rubinsteins spricht und von ihrem Stil voller Wärme, Innigkeit, Zartheit und plastischer Anschaulichkeit, sie also mit weiblich konnotierten Eigenschaften belegt, charakterisiert er Druskowitz und ihre Schreibweise völlig anders. Die junge Dame, so heißt es, ist von einer Schneidigkeit und von einem Radikalismus in ihren Ansichten, wie man sie selten bei einem Manne, geschweige denn bei einer Frau, anzutreffen pflegt. Die Gesinnungsweise der Verfasserin ist geradezu revolutionär und radikal. Sie ist nicht von der Milch frommer Denkungsart genährt. Sie scheut sich nicht mit größter Kühnheit, dem bestehenden Anschauen entgegenzutreten und fürchtet nicht den Widerspruch und die Angriffe ihrer Gegner. Sie setzt eine Ehre darein, von der philosophischen Kritik ernst genommen und nicht als Dame behandelt zu werden. Der Philosophin werden hier mithin eher männlich konnotierte Eigenschaften zugeschrieben, sowie eine konkrete Auflehnung gegen gängige Geschlechterrollenstereotype. Womöglich führte die Auflehnung gegen die ihr als Frau aufgezwungenen gesellschaftlichen Einschränkungen zu psychischen Problemen, denn bereits Ende 1889 suchte Druskowitz bei einem Nervenarzt in Berlin und Rat bei einem Nervenarzt in Berlin und bei einem mehrmonatigen Aufenthalt in Wien bereitete ihr Geisteszustand Freundinnen wie Ebner Eschenbach Sorgen. Heute ist Helene Druskowitz in Wien angelangt, hat mich sehr vormittags besucht. Sie sieht nicht gut aus. Sehr blass, sehr eingefallene Wangen, nervoser denn je. Ich glaube, dass sie ihr Selbstvertrauen nur künstlich erhält. Wieder zurück in Dresden kam es im Februar 1891 zu einem folgenschweren Nervenzusammenbruch. In der Nacht vom 30. auf den 31. Januar randalierte Helene Druskowitz in einer Dresdner Pension. Unglücklich verliebt, quälten sie im Alkoholrausch Wahnvorstellungen. Später gab sie an, sie habe fortwährend ihre Geliebte, die Sängerin Therese Malten, vernommen, ihr Angenehmes und Unangenehmes zugerufen, ihr symbolische Zeichen gegeben und sie mit Eifersucht gequält. Die Sängerin sei wie ein erotischer Wahnsinn auf sie eingedrungen, sie habe sich mit ihr vereinigt gefühlt, sei mit ihr eine Wesenheit geworden und habe ihre Stimme aus sich herausreden gehört und ihr die widersprechendsten Dinge zugerufen. Verzweifelt holte die Wirtin Hilfe, und so lieferte man die Delirierende am 2. Februar schließlich ins Irren- und Siechenhaus der Stadt ein. In einem Gespräch gab sie dem behandelnden Arzt Siegbert Ganser, er hatte sich 1880 mit einer Arbeit über die Anatomie von Maulwurfshirn habilitiert, neben vielen anderen auch ihren sexuellen Verkehr mit einer ihr befreundeten Opernsängerin zu Protokoll. Der renommierte Psychiater diagnostizierte bei ihr halluzinatorischen Wahnsinn und empfahl die Unterbringung in einer Anstalt. Im Juni wurde sie in eine Heilanstalt in ihrem Heimatland überwiesen. Da wusste der Wiener Freundinnenkreis bereits Bescheid. Die in Radebeul wohnhafte Marie von Locella hatte Marie von Ebner-Eschenbach geschrieben: Der Zustand der armen Helene Druskowitz wird von den Ärzten für heilbar gehalten. Sie sieht gut aus, ist ruhig, lebt aber im Glauben, dass sie eine Prinzessin ist. Ganz im Tonfall eines Nachrufs berichtet die Neue Freie Presse dann im Oktober vom Schicksal der Philosophin. Für die Näherstehenden war es schon lange kein Geheimnis, dass das Nervensystem der Schriftstellerin arg zerrüttet sei. Es scheint, dass die junge Dame schon während ihrer Studien
welchen sie Tag und Nacht mit unermüdlichem Eifer oblag, den Keim zu ihrer geistigen Zerrüttung gelegt hat. Fräulein Druskowitz war eine einnehmende Erscheinung von etwas schwacher körperlicher Konstitution. Keineswegs war sie befähigt, die heroischen Anstrengungen und Widerwärtigkeiten zu ertragen, denen eine Frau ihrer Art begegnen musste, die sich in der Gelehrtenzunft eine selbstständige Stellung erringen und voll Feuereifer die Erweiterung der Frauenrechte mit erkämpfen wollte. In der letzten Zeit befand sie sich in großer seelischer und körperlicher Erregung und es gewährte einen peinlichen Eindruck, wenn sie unter heftigem Nervenzittern ihren Gedanken fasslichen Ausdruck zu geben wünschte. In einem Leserbrief an die Zeitschrift Neuzeit ging ein Fräulein J.St. aus R. mit der Philosophin Hertha ins Gericht. Darin heißt es, von Helene Druskowitz gilt dasselbe, was von überaus begabten Kindern, sogenannten Wunderkindern, überhaupt gilt. Sie sind geistig krank und es wäre die Aufgabe ihrer Mutter und ihrer Lehrer gewesen, hier schon früh durch Verlangsamung der musikalischen wie der Gymnasialbildung eine Katastrophe, welche später eintreten musste, zu verhüten. Schon ihre Schriften beweisen, dass sie nach ihrer Promovierung längst nicht mehr geistig gesund war. Freuen Sie sich dessen herzlich, kein solches Genie zu sein. Genie und Geisteskranke sind zwei nur sehr verwandte Begriffe. Doch wer war die Frau, welche die österreichische Philosophin um den Verstand brachte? Während Helene Druskowitz zu Lebzeiten allenfalls einem kleinen Gelehrtenkreis ein Begriff war, sind die Berichte über das Wirken und Leben der berühmten Dresdner Diva Therese Malten Legion. Sie war eine europaweit bewunderte Berühmtheit, die von Kaisern, Königen und Fürsten mit Orden und kostbaren Geschenken überhäuft und von ihrem Publikum vergöttert wurde. Das fand unter anderem Niederschlag in so obskuren Fanartikeln wie einer Nippes-Figur aus Dresdner Porzellan, einem unter ihrem Namen vertriebenen Parfum, sowie einer Essers Seifenflocken beigepackten Bildpostkarte mit ihrem Konterfei. Wer Ende des 19. Jahrhunderts nach Dresden kam, musste sie einfach in der Hofoper gehört haben. Das gehörte damals unabdingbar zum Bildungsprogramm. Der Primadonnenspezialist Kogut behauptete 1888, alle bedeutenden dramatischen Sängerinnen der Gegenwart zu kennen. Von denen habe ihn aber keine durch ihre Leistung so entzückt, so bewegt und zur Bewunderung hingerissen als Therese Malten. Grund für die kultische Verehrung, die die 1853 im ostpreußischen Insterburg geborene Malten genoss, waren nicht allein ihre Gesangsleistungen, sondern auch die Tatsache, dass sie 1882 in Bayreuth neben Amalie Materna und Marianne Brandt als Kundry in der Uraufführungsserie von Richard Wagners Bühnenweihfestspiel Parsifal brilliert hatte. Hinterher schrieb ihr Wagner aus Venedig, »Sie sind mir zu einem schönen Gewinst geworden und vieles erhoffe ich noch von ihrer Mitwirkung bei allen meinen ferneren Unternehmungen.« Im Mai 1884 sollte sie dann die Kundry in den fünf in München für König Ludwig II. Aufgeführten Separatvorstellungen mit den Bayreuther Kulissen vor einem reinen Männerpublikum singen. Hinterher ließ der König die Sängerin wissen, der Eindruck sei überwältigend gewesen, er sei absolut begeistert. Dabei war es allein schon eine große Auszeichnung, dass sie als einzige der drei ursprünglichen Kundry-Darstellerin in München eingesetzt wurde. Bereits im Jahr 1880 zur Dresdner Kammersängerin ernannt, blieb Therese Malten bis zu ihrem Bühnenabschied im Februar 1903 dem dortigen Hoftheater treu, abgesehen von Gastspielen in anderen deutschen Städten, in Böhmen, England, den Niederlanden, Österreich, Russland und Ungarn. Sie verstarb 1930, hochgeehrt, in der eigens für sie errichteten Villa in Kleinzachwitz bei Dresden. Von der angeblichen Beziehung von Helene Druskowitz und Therese Malten wissen wir nur aus der beglaubigten Abschrift ihrer von Ganser in Dresden notierten Antworten. Dennoch scheint sie insbesondere in der feministischen und queeren Forschung seit der Jahrtausendwende zur unhinterfragten Gewissheit geworden zu sein. Auch wenn sie nicht immer eigens angeführt werden, als Beleg dafür dienen ausschließlich die Krankenakten der in die Psychiatrie eingelieferten Druskowitz. Andere Quellen sucht man in den entsprechenden Publikationen vergeblich.
Das hat jedoch nicht verhindert, dass insbesondere im Internet munter tradiert wird, Malten sei die langjährige Lebenspartnerin von Druskulitz gewesen. Da muss man den AutorInnen eines explizit Philosophinnen gewidmeten Buches Recht geben, wenn diese sagen, durch ständiges gegenseitiges Abschreiben werde diese Behauptung nicht beweiskräftiger. Das schließt natürlich nicht aus, dass es diese Affäre tatsächlich gegeben hat und Helene Druskulitz mit dem Mitte April bei ihr diagnostizierten halluzinatorischen Wahnsinn in einer Irrenanstalt festgehalten wurde, um einen öffentlichen Skandal zu vermeiden. Dass Helene Druskulitz behauptete, mit Therese Malten liiert gewesen zu sein, mag aber noch einen anderen Grund gehabt haben. Der mit ihr befreundeten Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach gab sie im Juli 1890 einen Aufsatz, den sie über Therese Malten verfasst hatte. Ob es sich dabei um ein handschriftliches Manuskript handelte oder um einen gedruckten Zeitungsbeitrag, konnte nicht geklärt werden. Trotz intensiver Recherchen fand sich bislang kein Artikel über Therese Malten in einer Zeitschrift, der mit dem Namen von Helene Druskulitz oder einem ihrer Pseudonyme gezeichnet worden wäre. Doch belegt die Erwähnung eines solchen Textes in einem Tagebuch zumindest, dass Druskulitz sich um diese Zeit intensiv mit der Sängerin befasst hatte, was womöglich überhaupt erst den Wunsch nach einer Liebesbeziehung hatte entstehen lassen. Möglicherweise war die Diva auch so etwas wie ein Vorbild dafür, dass es hochbegabten Frauen im 19. Jahrhundert möglich war, Karriere zu machen, auch wenn die darstellenden Künste hier eine Ausnahme von der Regel darstellten. Dass berühmte Sängerinnen lesbisches Begehren allein durch den Klang ihrer Stimmen entfachen können, ist bereits mehrfach in den Blick der Forschung geraten. Auch Maltens Wiener Kollegin Anna Bahr-Mildenburg konnte ein Lied davon singen. Die Liebesbriefe der Pianistin Smaragda Berg, der Schwester des Komponisten Alban Berg, verwahrte sie ebenso sorgfältig auf wie die der britischen Komponistin Ethel Smyth, hatte ihnen jedoch einen Zettel beigelegt, auf dem geschrieben stand: Gehören in eine gewisse Kategorie. Ausgerechnet bei mir verfielen die Frauenzimmer auf derlei Perversitäten. Die Faszinationskraft, die Mezzosopranistinnen und Altistinnen auf lesbische Frauen ausüben können, ist außer bei Anna Bahr-Mildenburg und unter anderem bei Sängerinnen wie Pauline Viardot-Garcia und Brigitte Fassbender konstatiert worden. Sie alle wurden in der wissenschaftlichen Literatur angeführt, um eine spezifisch lesbische Variante der Operntunte, der Opera Queen, zu beschreiben. Offenbar war auch die Stimme von Therese Malten geeignet, gerade ihren weiblichen und manchmal vielleicht auch lesbischen Fans wohlige Schauer über den Rücken laufen zu lassen. Denn auffällig ist, wie oft in den Berichten über Therese Malten, insbesondere von der ihr von Frauen entgegengebrachten Verehrung die Rede ist. Und hier war es in erster Linie die englischsprachige Kolonie Dresdens, die von sich reden machte. So am 21. Juni 1885, als die englischen Verehrerinnen ihrer Kunst der Primadonna zum Geburtstag ein ganz auf ihre Vorlieben zugeschnittenes, großzügiges Geschenk machten, einen feinen Damenphaeton. Und als ein Auftritt der Diva ausfallen musste, weil die Oper am 9. Januar 1890 wegen des Ablebens von Kaiserin Augusta geschlossen blieb, stand ein Tag später im Feuilleton der Dresdner Nachrichten: Als es gestern früh bekannt wurde, dass die Hoftheater für diesen Abend geschlossen werden sollten, fand nach allen feinen Blumengeschäften eine Art Run der weiblichen Jugend Alt-Englands statt, um die Wunderwerke der Bindekunst zu stoppen, die für das erste Auftreten von Fräulein Malten in Vorbereitung waren. Anlässlich ihres 25-jährigen Bühnenjubiläums 1898, als sie einmal mehr als Elisabeth in Wagners Tannhäuser sang, waren nicht nur König Albert und Königin Carola anwesend, sondern auch ihre ganz speziellen Fans, wie Kohut zu berichten wusste. Besonders gebärdeten sich die jungen Engländerinnen und Amerikanerinnen, deren Liebling Therese Malten allezeit war, Wonne und Freude trunken. Und ein unvorbelasteter Beobachter wie der homosexuelle Komponist, Schriftsteller und Maler Lord Burness, der die Sängerin erst kurz vor ihrem Rückzug von der Bühne flüchtig kennenlernte, kam nicht umhin zu konstatieren: This woman was the object of a fanatic adulation both on the part of the German public and of the British colony. Schoolgirls schwärmt for her,
Once, when she appeared as Isolde after a prolonged absence, I saw a whole row of schoolgirls burst into tears. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die zeitlebens unverheiratete Therese Malten lesbisch gewesen ist. Ganz konkret, als Gefährtin meines Lebens, bezeichnete sie 1901 in einer Todesanzeige die 81-jährige Luise Daugschardt, ihre und ihrer verstorbenen Eltern langjährige Angestellte. Doch mag das für heutige Ohren anders klingen, als es gemeint war. Als 1902 auch noch ihr Gönner, der sächsische König Albert, 2 Tage vor ihrem Geburtstag starb, gab dies für die 49-Jährige womöglich den Ausschlag, knapp ein Jahr später ihre Bühnenkarriere zu beenden. Es ist ein merkwürdiger Zufall, dass ausgerechnet im Jahr des Bühnenabschieds von Therese Malten in der kurzlebigen, in Dresden Blasewitz erscheinenden Zeitschrift Rote Erde ein gewisser Dr. H. D. folgende Offerte setzen ließ. Ein Autor proponiert nachstehende Titel für Zeitschriftenunternehmungen und wünscht dieselben an Interessen zu veräußern. Unter den insgesamt 22 vorgeschlagenen Titel befanden sich auch Die Männerfeindin, Zeitschrift für ernste und heitere Kritik an der männlichen Welt, und Die Opposition von ähnlicher Tendenz. Die Existenz der sorgfältig ausgeschnittenen Anzeige in den Krankenakten von Helene Druskowitz belegt, wer diese Annonce aufgegeben hatte. Die über das Planungsstadium nie herauskommenden Projekte werfen ein bezeichnendes Licht auf das, was die in der Anstalt untergebrachte Autorin seinerzeit beschäftigte und was schließlich in ihrem heute wohl bekanntesten Werk, den um 1905 in der Lutherstadt Wittenberg als Manuskript gedruckten pessimistischen Kardinalsätzen zum Ausdruck kommen sollte. Darin wurden die Herren der Schöpfung mit satirischen Mitteln gekonnt als minderwertig abqualifiziert und als das bessere Geschlecht charakterisiert. Ich zitiere. Da die Grundlagen eben ausgezeichnet gut sind und alles Unheil im Grunde nur auf die Schlechtigkeit und Intelligenzlosigkeit des anderen Geschlechtes zurückzuführen ist, so muss die Frauenwelt eben nur gereinigt, durch eine freie und kühne Erziehung, durch frühe Berufswahl ermutigt und durch Teilung der Städte nach den Geschlechtern, durch Beschränkung der Anzahl der Heiraten, die schließlich eine Eliminierung der Ehe herbeiführen wird, separiert werden. Dann werden die Frauen wieder heilig wie von Natur und eines wahren Kultus würdig sein. Der Feminismus muss mit Feuer und Glanz ausgestattet werden. Er ist das heiligste Ideal der modernen Zeit. Der triebgesteuerten Sexualität von Männern stellt Druskowitz eine gleichsam sublimierte Homosexualität von Frauen gegenüber, die allem Sinnlichen abhold ist. Ich zitiere, lebt außer in der Eroberung und Behauptung eurer Rechte, in der Sympathie für euer Geschlecht, sowie in der feinsten Etikette zu demselben, denn euer Geschmack hat nur noch reiner, euer Selbstgefühl gestählter und die Vorliebe für das eigene Geschlecht, für dessen Ansprüche und Fortschritte verdichtet zu werden, damit das Rittertum der Frau sich begründe und sich würdig dem Priestertum derselben anschließe. Lebt in maßvollen, von milder Gesinnung inspirierten Gefühlen und in dem Genusse der unerschöpflichen Schönheit der Natur. Denn eines durfte die Frau nicht sein, offen lesbisch. Die entschiedene Ablehnung einer die sittlichen Grenzen überschreitenden Sinnlichkeit fand sich schon 1904 in Susanna Rubinsteins Essay Die Energie als Wilhelm von Humboldts sittliches Grundprinzip, in dem die Sinnlichkeit zwar als Triebkraft der Energie definiert, aber sofort wieder eingehegt wird. Ich zitiere, es darf dabei aber auch nicht vergessen werden, dass die undisziplinierte und ungezügelte Sinnlichkeit eine Quelle von Übeln, ja der Ausgangspunkt der Verbrecherbahn ist. Und bei der 1854 in St. Petersburg geborenen und 10 Jahre später nach Würzburg übergesiedelten Lehrerin und Autorin Elisabeth Dautendey kommt es in der im Jahr 1900 publizierten programmatischen Schrift vom neuen Weibe und seiner Liebe zu einer auf heftige Ablehnung stoßenden Begegnung der Ich-Erzählerin mit einer lesbischen Frau. Sie überfiel mich nun mit einer heftigen, rasenden Zärtlichkeit, deren ich mich nicht gleich erwehren konnte,
da sie mich so vollständig unvorbereitet fand. Endlich aber gelang es mir, mich von ihr zu befreien. Fest und schonsam nahm ich sie in meine Arme und führte sie in ihr Zimmer zurück und schloss die Türe zwischen uns. Da verstand sie mich und wusste, dass es nicht die sapfische Liebe war, die ich wollte, dass dazu meine Weibinstinkte zu ganz und zu gesund waren und unsere Wege trennten sich. Das neue Weib will die Reinheit um jeden Preis. Bis sich die Frauenbewegung vorbehaltlos einer wie auch immer gearteten weiblichen Sexualität widmen würde, sollte es noch dauern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.